Praxistest an diesem Wiesbadener Gymnasium. Können preiswerte Raumluftreiniger aus dem Elektronikmarkt bei der Bekämpfung von Corona helfen? Professor Joachim Curtius von der Uni Frankfurt will das mit seinem Team herausfinden. Klappt es, wäre dies ein Segen für tausende Schüler. Eine Woche lang messen die Forscher, ob die Raumluftreiniger Aerosole im Klassenraum rausfiltern können. Diese winzigen Tröpfchen im Atem gelten als Hauptüberträger von Corona. Alle machen sich Sorgen im Winter, wenn es kalt wird, man nicht mehr so leicht so viel lüften kann, wie dann die Situation sein wird. Im Schulsekretariat laufen morgens die Telefone heiß. Nein, da hat sich nichts geändert dran. Krankmeldungen und jede Menge Fragen. Gibt es viele besorgte Eltern, die anrufen? Ja, sehr viele. Und zwar wegen Quarantäne, ob sie in Quarantäne bleiben müssen, die Geschwisterkinder oder nicht. Ja. Das geht durchweg bis um 14, 15 Uhr. Die Infektionszahlen in Wiesbaden nehmen allgemein zu. Insofern sind die Eltern natürlich verunsichert und wissen häufig nicht, ob die ihr Kind zur Schule schicken sollen oder nicht. Wir stoßen an Grenzen und daher sind wir dankbar um jede weitere Lösung. Morgens in den Pausen und auch im Unterricht alle 20 Minuten Stoßlüften, so wie es die Experten empfehlen. In vielen Räumen geht das gut, lässt sich das gut umsetzen. Es gibt aber einige Räume, da können wir die Fenster gar nicht weit öffnen. Und es gibt eben auch Räume, so wie hier an dieser Hauptstraße, wo wir nur unter äußersten Lärmbelästigungen dann die Fenster öffnen können. Das stört natürlich ganz gewaltig den Unterricht. Gesichtsmasken sind kein hundertprozentiger Schutz. Die Atemluft dringt auch an den Seiten vorbei. Darin sind winzig kleine Tröpfchen, die Aerosole. Sie gelten als Haupttransporteur der Coronaviren. Aerosole sind unsichtbar und nur 5 bis 10.000stel Millimeter groß. Noch viel kleiner sind die Viren darin. Die Hersteller von Raumluftreinigern versprechen eine Lösung. Zahlreiche Geräte sind seit Jahren auf dem Markt und können Staub und Pollen herausfiltern. Viele versprechen aber auch, dass sie die Luft von Viren befreien können. Stern TV fährt zur Goethe-Universität in Frankfurt. Wir wollen 5 zufällig gekaufte Raumluftreiniger unter Laborbedingungen testen lassen. Professor Joachim Curtius und sein Team können nicht mit echten Viren hantieren, aber sie messen, wie viele Aerosole in der Raumluft sind und ob diese Reiniger es schaffen, die Aerosole und anderen unsichtbaren Feinstaub in der Luft zu reduzieren. So wie dieser Rauch wird die Luft angezogen und durch verschiedene Filter gereinigt. Wir können uns ja mal anschauen, wie die Geräte aufgebaut sind und funktionieren. Die sind eigentlich alle sehr ähnlich aufgebaut, haben so einen Vorfilter hier. Das ist einfach so ein Drahtgeflecht. Dann haben sie einen Aktivkohlefilter hier in dem Fall, um Gase abzuhalten. Und das hier ist dann der eigentliche HEPA-Filter, auf den es ankommt, womit man eben die Partikel sehr effizient abscheidet. Die werden da abgeschieden, bleiben darauf sitzen. Die kommen also nicht wieder runter von dieser Oberfläche. Und die SARS-CoV-2 oder die Coronaviren sterben auch innerhalb von einigen Stunden ab, also sind nicht mehr infektiös. Alle Geräte im Test haben sogenannte HEPA-Filter. Die zuverlässigsten im Kampf gegen Viren sind die mit den Klassen 13 und 14. Der günstigste Raumluftreiniger kostet 55 Euro. Die von ProBreeze und Beurer 129 und 143 Euro. Der von Philips 340 und der von Dyson 632 Euro. Für den Test reicht normale Frankfurter Luft, voll mit jeder Menge Feinstaub. Sobald die Fenster auf sind, steigen die Werte im Raum. Das ist der Feinstaub, der von außen reinkommt. Und das misst hier das Gerät, das einfach alle Partikel zählt. Das sind ganz schön viel, 17.000 in jedem kleinen Kubikzentimeter. Und wir wollen jetzt schauen, wie die Lüfter das tatsächlich reduzieren können, in welcher Zeit. Jedes Gerät arbeitet 2 Stunden lang daran, die Luft im Raum von Feinstaub und Aerosolen zu reinigen. Die Feinstaubpartikel sind auch in dem gleichen Größenbereich wie die Partikel, die abgegeben werden beim Sprechen oder beim Singen von einer Person. Insofern, wenn wir zeigen können, dass die Feinstaubpartikel in dem Größenbereich, zum Beispiel bei einem Mikrometer, gut gefiltert werden, dann bedeutet das auch, dass
Partikel, die beim Sprechen abgegeben werden und auch etwa ein Mikrometer groß sind, die möglicherweise eben Coronaviren enthalten, dass die auch gut weggefiltert werden. Für die Auswertung betrachten die Forscher, wie lange jeder Lüfter braucht, um die Aerosole von 10.000 pro Quadratzentimeter auf die Hälfte zu reduzieren. Der Preiswerte von Heimalife braucht 99 Minuten dafür, der von ProBreeze nur noch 33 Minuten, der von Beurer 27, der von Dyson 22 Minuten und der von Philips nur 18. Vor allem gibt es einen klaren Verlierer, der Heimalife, das kleinste und auch günstigste Gerät. Das hat mit 99 Minuten wirklich eine so lange Zeit, um das auf die Hälfte zu reduzieren, dass das die Wirkung eigentlich nicht sehr groß ist. Die anderen vier Geräte liegen alle so im Bereich zwischen 18 und 33 Minuten, also durchaus vergleichbar. Der Sieger war der Philips mit nur 18 Minuten, der war am schnellsten und ist wirklich insofern am besten geeignet. Zurück zum Schulversuch am Leibniz-Gymnasium. Sind die Lüfter aus dem Elektronikmarkt praxistauglich? Vier Geräte des Siegers aus unserem Test von Philips haben die Forscher in einem Klassenraum aufgestellt. Eine Woche lang laufen die Messungen. Natürlich wird weiterhin vor und nach den Stunden gelüftet. Schaffen die vier Geräte es bei über 20 Personen im Raum, die Luft fortlaufend zu reinigen? Und welche Erfahrungen haben die Schüler gemacht? Das hat mir schon ein zusätzliches Sicherheitsgefühl gegeben. Ich fand das eine coole Sache, weil es auch mal was Neues war. Ich fand, das hat nicht besonders gestört. Das Geräusch war eigentlich ziemlich leise und gleichmäßig, sodass man sich nach einer Zeit daran gewöhnt hat. Und ich finde auch, das war eigentlich nichts anderes, als wenn man zum Beispiel jetzt bei offenen Fenstern die Autos hört, die dann draußen auf der Straße fahren. Innerhalb einer halben Stunde wurde die Aerosolmenge um 90% reduziert, obwohl die Schüler weiter gearbeitet und geatmet haben. Hat eigentlich sehr gut funktioniert, das sieht man hier. Schwarz und rot sind die Messungen, die wir während der Schulstunde gemacht haben mit Luftfilter. Und da sieht man also, dass die Konzentrationen tatsächlich von 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter abnehmen auf unter 1.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Und blaue Linie zeigt einen parallelen Klassenraum, wo keine Luftfilter gelaufen sind. Und da nimmt die Konzentration deutlich weniger ab. Sie bleibt über 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter innerhalb der Stunde. Erst nach dem Lüften steigt die Aerosol- und Feinstaubkonzentration sichtbar an. Doch die Lüfter bewältigen das. Ich denke schon, dass es zeigt, dass man innerhalb der Zeit einer Schulstunde schon einen sehr deutliche Reduktion der Aerosolpartikelkonzentration hat. Und das würde, wenn potenziell auch Viren mit dabei sind, würden die ebenfalls entsprechend reduziert werden. Für die Schule ein klares Signal, in Raumluftreiniger zu investieren. Nun hofft der Schulleiter, an Geld aus Fördertöpfen heranzukommen. In den Schulen nehmen wir wahr, dass im Moment viele Milliarden ausgegeben werden, damit es nicht zu einem Lockdown kommt, damit die Wirtschaft auch aufrechterhalten wird. Und wir als Schule wünschen uns natürlich auch, dass entsprechend an die Schüler gedacht wird und dass man sagt, wir nehmen Geld in die Hand, damit hier Unterricht auch sinnvoll durchgeführt werden kann. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Es gibt Luftreinigungsgeräte und je schneller man jetzt reagiert, desto eher ist uns geholfen. Rainer Guss würde gern 20 Klassenräume damit ausstatten. Er glaubt, dass die Raumluftreiniger dabei helfen können, dass Schüler und Lehrer den Winter etwas besser und gesünder überstehen.